heute darf ich vorstellen. Monika, du bist Maskenbildnerin, Künstlerin und Make-up-Designerin. Ja, also Make-up-Artist, Maskenbildnerin. Alles klar, hast du wunderbar gemacht. Wie hat überhaupt alles angefangen? Also ich habe schon immer gerne Kunst gemacht, egal ob das jetzt Malen, Zeichnen, Modellieren war. Und tatsächlich war ich gar nicht im Bilde, dass dieser Job so existiert. Also ich hatte das gar nicht irgendwie auf dem Schirm. Aber ich liebe Horrorfilme und tatsächlich hat meine Mutter bzw. meine Familie dann gesagt, hier, du liebst Horrorfilme, das ist ein Job, Maskenbildner. Man kann Leute verwandeln. Ich so, okay. Und dann bin ich da hingekommen, ja. Und wo? Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Oh Gott, also ich habe viele Ausbildungen gemacht tatsächlich. Ich habe angefangen vor über 13 Jahren tatsächlich als Make-up- und Hairstylistin. Dann nochmal so ein paar Friseurkurse, also nie wirklich die Friseurausbildung in dem Sinne, aber Friseurkurse. Das war in Frankfurt. Und dann meine Maskenbildner-Ausbildung im Schwarzwald. Und dann war ich in London und in Schottland und habe immer weitere Fortbildungen gemacht. Stimmt das, dass es wahnsinnig teuer ist? Ja, genau. Es ist auf jeden Fall teuer, ja. Es ist halt alles privat, ne? Es sind Privatausbildungen, genau. Man kann tatsächlich auch am Theater die Ausbildung machen. Habe ich jetzt nicht gemacht, diesen Weg. Das sind, glaube ich, ich müsste jetzt lügen, 3-4 Jahre oder so, genau. Und muss man sich dafür bewerben, Portfolio machen, basteln? Für die Theater dann, ja. Also für die Theater ist es dann eine Bewerbung in dem Sinne, genau. Ja. Und was ist dein Schwerpunkt? Mein Schwerpunkt ist Spezialeffekte. Also SFX-Make-up heißt so viel wie Silikonmasken, Wunden, also alles, was mit Hautstrukturen zu tun hat, ja. Und wie ist der Unterschied zwischen im Theater in einer Struktur zu arbeiten und dann als Freelancer? Und als Freelancer. Also klar, im Theater gibt es gewisse Aufführungen, ne, die dann halt sich Monate, vielleicht auch Jahre ziehen, zum Beispiel Vorstellungen. Das heißt, man macht dann immer wieder das Gleiche, man frischt die Perücken auf. Manchmal ist es auch so, dass viele Theater, also wenn es jetzt nicht ein großes Theater ist, wie ein Staatstheater, wenn es ein kleineres ist, dass die einen Fundus haben. Das heißt, man kriegt sozusagen alte Dinge, die man einfach nochmal auffrischen muss, erneuern muss, recyceln, genau, so nach dem Motto. Kann, und das will ich gar nicht negativ werten, relativ monoton werden tatsächlich, aber wenn man halt Liebe zur Kunst hat, passt es schon. Aber als Freelancer ist es natürlich schon so, dass sich das ganz schnell alles ändert. Also man hat entweder jede Woche was Neues, jeden Tag was Neues. Wenn man mal an einem Filmset ist, kann es auch mal, also wenn es größere Sachen sind, auch mal Jahre gehen tatsächlich. Aber trotzdem ist da mehr Abwechslung, würde ich jetzt behaupten. Wann war deine größte Herausforderung? Oha. Also ich glaube, Herausforderungen kommen immer wieder. Also egal, ob das jetzt ein Tag-Projekt ist, wo man wirklich mal was ganz Neues machen muss. Aber ich glaube, vom Zeitraum her war es ein Kinofilm in Österreich, die beste aller Welten. Da waren wir, jetzt müsste ich wieder lügen, das ist so das Künstlergehirn, man vergisst immer alles. So 3 Monate oder so waren wir da, genau. Und es war halt in den Bergen, es war kalt, es war Zeitdruck. Die Schauspieler hatten auch richtig heftige Rollen. Die waren auch, sag ich mal, on the edge. So. Das war sehr interessant und ja, auf jeden Fall an der Grenze, sag ich jetzt mal. Gab es Diva-Momenten? Definitiv, es gibt immer Diva-Momente von mir, von den Schauspielern, von allen. Aber ich glaube, wenn ganz viele Künstler zusammenkommen, ich glaube, wir sind so, ja. Empfindlich? Empfindlich, ich würde es individuell, nennen wir es mal, exzentrisch. Also ich glaube, immer wenn Künstler zusammenarbeiten, es wird immer schön am Ende tatsächlich, aber ich glaube, da gibt es wirklich Momente, wo man natürlich headbutt. So, aber, ja. Und wo war deine schönste und negativste Erfahrung? Gibt's? Moment. Also, ich fange mal an mit dem Negativen, damit wir positiv enden. Ja. Also, negativ muss ich einfach sagen, und da bin ich auch ehrlich, deswegen haben wir ja auch so viele Probleme hier. Also, ich habe jahrelang für die Deutschrap-Szene gearbeitet. Genau. Und ich sag mal so, Sexismus gehört zum Alltag anscheinend. Gibt's sowas? Definitiv. Also ich finde es immer so lustig. Vor allen Dingen, wir kennen alle Weinstein, wir kennen alle die Story, brauchen wir nicht alles auspacken. Ich finde es nur immer interessant, wenn Leute dann sagen, oh mein Gott, was in der USA passiert? Oh mein Gott. Und ich denke mir so, ja, können wir bitte mal kurz vor unserer Haustür kehren? Weil das haben wir hier genauso. Nur, dass wenige, wobei es wird immer mehr, aber wenige Leute reden darüber, vor Angst, dass man den Job verliert, vor Angst, dass man in der Szene keinen Fuß mehr fasst, weil die Szene ist winzig klein. Ob man jetzt in Wiesbaden arbeitet, der in Berlin kriegt es mit, oder in Stuttgart, das ist so klein, die Künstlerszene. Man kriegt das ja selber mit als Tänzer, kennt man auf einmal bis nach Köln jeden, so von Wiesbaden, Staatstheater, jeder kennt sich. Es ist so klein, das heißt, viele Leute haben einfach Angst zu sprechen.
Ich anscheinend nicht. Ich rede schnell und viel. Und ja, ich glaube, ich habe mir da ziemlich viele, ich sag mal, Feinde gemacht, so in dem Sinne, weil ich sehr oft Sachen ausgesprochen habe. Ich habe viele Jobs dadurch verloren, weil ich Angebote, zwielichtige, abgelehnt habe, private Einladungen abgelehnt habe und Advances abgelehnt habe. Ich habe, finde ich, kann man auch sagen, 6-seitige Drohbriefe zu Hause rumliegen von sehr bekannten Menschen. Und ich finde es sehr schade, dass viele Leute ihre Seele wirklich verkaufen, würde ich jetzt mal behaupten, um einen gewissen Bekanntheitsgrad zu bekommen oder mit gewissen Prominenten arbeiten zu können. Und es ist mir persönlich, sorry, wenn ich das so sage, darf man das, scheißegal. Es ist mir scheißegal, wer du bist, solange du mich respektvoll behandelst. Und da ist der Name mir einfach egal. Also selbst wenn jetzt ein großer Promi, ja, ich kann leider die Namen nicht sagen, weil so schlimm ist es, aber man kann die Namen nicht sagen, aber es ist mir egal, wer du bist, wenn es mir nicht passt, dann passt es mir nicht. So, und dann braucht mich da kein extra 500 Euro, da brauche ich nicht irgendwie sonst was. Ich möchte einfach, dass da Respekt herrscht und es herrscht halt tatsächlich nicht so oft. Mhm. Ja. Eine gesunde Arbeitsatmosphäre. Ja, ne? Und ich finde, das ist halt, natürlich gehören immer zwei Seiten dazu. Wir haben einmal natürlich, ich sage jetzt mal ganz klischeehaft, die Männer, die natürlich Sexual Advances machen, ja, ganz klar. Wir haben aber halt auch leider auf der anderen Seite die Frauen, die das dann annehmen, weil sie halt diesen Namen im Portfolio haben oder weil sie denken, okay, das bringt mich auf eine neue Stufe. Dazu gehören nicht nur Make-up-Artists, dazu gehören Sänger, Schauspieler etc. Also ich denke, dass Talent gar nicht so oft der Schlüssel ist. Also Fleiß, Talent oder sonst was sind nicht der Schlüssel zum Erfolg. Der Schlüssel zum Erfolg sind Connections, am richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein und am besten noch jemand, der dich dann mit nach oben nimmt, der schon oben ist. Und das mache ich nicht mit. Und deswegen nach 13 Jahren bin ich trotzdem, obwohl meine Referenzen unendlich sind, unendlich, egal von Promis bis hin zu Sendern, unendlich, bin ich trotzdem relativ, sage ich mal, halte ich mich low, weil ich halt einfach nicht meine Seele verkaufe. Ganz klar. Genau, das könnte man jetzt stundenlang totreden, ganz schlimm. Aber positiv, okay, ich fange jetzt mal positiv an. Positiv ist, ich liebe die Kunst. Ich mag das Business nicht, aber ich liebe die Kunst. Ich liebe es, mich ausleben zu können, kreativ zu sein, andere kreative Menschen kennenzulernen und nie das Gleiche zu machen. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne unterschiedliche Dinge macht, viel reist. Also ich habe viele Orte gesehen. Genau. Das ist das Positive an dem Job. Und wenn du Freizeit hast, was machst du in deiner Freizeit? Schlafen. Tatsächlich liebe Schlafen. Was mache ich in meiner Freizeit? Tatsächlich bin ich da auch kreativ. Also ob das jetzt Möbel renovieren ist natürlich was anderes oder sanieren, wie auch immer. Malen, zeichnen, modellieren. Wobei ich dazu sagen muss, um das nochmal aufzufassen, durch das Business ist mir jahrelang the passion zu dieser Kunst verloren gegangen. Ich war immer so, okay, der Job ist vorbei, ich habe keinen Bock mehr auf Kunst. So, Ende der Geschichte. Habe ich jetzt aber mittlerweile wieder für mich entdeckt, weil ich so viele Jobs ablehne, dass ich sage, oh, jetzt habe ich wieder Bock, kreativ zu sein, weil ich es nicht mehr verbinde mit diesem Business. Ja, genau, aber sonst, ich mache gerne Musik, spiele Klavier, spiele Schlagzeug, singe gerne. Also, ich bin gerne ein kreativer Mensch. Und ich liebe die Natur. Das heißt, ich bin sehr gerne draußen unterwegs. Das ist ein sehr gesunder Abstand von dem. Absolut. Kann ich mir vorstellen. Bin ja auch in den Wald gezogen. Ja? Ja, weg von allem. So, ich bin zwar ein sozialer Mensch, also wie gesagt, ich rede, bla bla bla, ich bin ja auch Latina. So, das heißt so viel wie, ich liebe das soziale Leben, aber Cut und nach Hause. Und dann bin ich im Wald, dann bin ich mit meinen Tieren, manchmal bei den Kräuterbeeten und dann manchmal in Ruhe. So. Wenn jemand sich das jetzt anschaut und denkt, oh, ich will auch diese weggehen und ich will diese Ausbildung machen, was würde deine Empfehlung sein? Meine Empfehlung ist, tatsächlich ein dickes, dickes Fell zu haben. Also wirklich. Und nicht alles, you should not glamorize everything. Ich kann es nicht leiden, wenn man sagt, oh mein Gott, der ist da. Und ich denke mir so, das ist auch nur ein Mensch. So, I appreciate amazing art. Egal, ob das jetzt Musik ist oder ein Tänzer oder whatever, ja. Aber am Ende des Tages sind Prominente auch nichts anderes außer Menschen, die wir berühmt gemacht haben. Wir geben die Macht, nichts anderes, ja. Und ich finde, es ist ein falscher Ansatz und das habe ich oft, weil ich unterrichte auch, wenn ich Schülerinnen und Schüler habe, die sagen, oh, ich will unbedingt mit Prominenten arbeiten. Ich denke so, okay, so, do it for yourself.
Aber das ist ja mit allem so. Ich glaube, im Leben macht man alles richtig, wenn man es für sich selbst macht, im Sinne von Selbstliebe. You love art, you love expressing yourself, you love traveling, so nach dem Motto. Und alles andere ist Nebensache. Es ist egal, ob das jetzt ein Prominenter ist oder ob es die Oma von nebenan ist, die jetzt eine Dauerwelle haben will. Wenn du das liebst, was du tust, dann ist es in Ordnung. Aber erwarte nicht das Glück von anderen Menschen, weil das wird dann komplett schief gehen. Perfekt, ausgedrückt. Und am Ende des Tages, auch wenn die Prominenten sind, die müssen noch geschminkt werden. Die sind nicht perfekt. Absolut. Ich finde das halt auch, ich finde, was ich immer so lustig finde, also es gibt so ein paar Situationen, zum Beispiel, ich gucke kein Fernsehen. So lustig, ja. Also ich liebe zwar historische Filme und Horrorfilme, das ist so meine Genres, die ich liebe, alles andere ist mir so egal. Ich gucke nicht mal Musikvideos und ich arbeite wirklich zu 60-70% für Musikvideos. Interessiert mich aber nicht. Es macht zwar Spaß, an dem Set zu sein, aber zu Hause, also ich kriege gar nichts mit. Also. Und dann finde ich so lustig, ich gehe ans Set und schminke zum Beispiel die Person, dann kommt ein Management und ist total unfreundlich und sagt zum Beispiel, weißt du nicht, wer das ist? Und ich denke mir so, mir doch egal. Also mir ist es egal, so, ich sag hallo Peter, ja, so, schmink den, mach den wundervoll oder mach sie wundervoll, alles toll, gib 100%, ja, nimm meine Gage und gehe. So, es ist mir egal, dass du seit 3000 Jahren berühmt bist, dass du in den es ist mir so egal. So, wie du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, du bist cool, ich bin cool, du bist nicht cool, ich bin nicht cool. So, also, sind für mich Menschen und ich behandle jeden so mit Respekt, wie er mich behandelt. Wenn du mir anders begegnest, muss ich halt auch anders rüberkommen. Also, ganz klar. Und wie ist es bei dem Prozess? Gibt es auch Freiheiten für dich, wo du auch sagst, oh, ich stelle mir so und so vor oder es gibt nur vorgegebene Sachen und du musst die umsetzen bei dem Make-up? Ja, absolut. Also tatsächlich lustige Sache. Ich glaube, das ist aber bei allen künstlerischen Jobs so. Man fängt an und denkt so, ich werde Künstler. Ich werde mich komplett entfalten und dann denke ich mir so, nope. So, komm zurück zur Realität. Ja, komm zurück zur Realität, egal ob das jetzt Mediendesign ist oder Make-up-Artist oder Fotograf, der Kunde bestimmt die Musik und man merkt ganz schnell so, okay, ich wollte das jetzt anders machen oder ich mag das nicht, aber that's not the point. Der Kunde entscheidet, wie er etwas haben will. Ich versuche natürlich immer meinen Senf dazu zu geben und zu sagen, das anders machen. Ich mache das seit 13 Jahren so, ich würde es so. Und klar, also viele Leute hören dann auch auf mich, natürlich wegen den ganzen Arbeitserfahrungen, also Jahren. Aber ja, also man hat schon Vorschriften tatsächlich. Ne? Der Kunde entscheidet, was er am Ende dann haben möchte. Ob das jetzt das Management ist oder die Person, genau. Gibt es auch am Drehtage, wo die Leute selber sagen, nee, das, wo wie vorgezeigt ist, ich nicht. Spontanität? Ja, immer. Immer. Das ist immer so. Also Spontanität ist als Make-up-Artist ganz, ganz, ganz wichtig. Flexibel sein und spontan sein ist, glaube ich, so das A und O, vor allen Dingen im Job, weil alleine, wenn es um die Uhrzeiten geht, ja. Also das heißt, es geht bis 8 Uhr, das heißt, es geht bis 23 Uhr, 1 Uhr morgens. Ja? Es heißt, wir drehen da und da, nein, wir packen alle Sachen und rennen schnell darüber. Also ich meine, Kunst ist immer sehr, sehr flexibel und sehr versatile. Und dann über Stunden. Überstunden, das ist ganz klar. Ja, das ist logisch. Über Tage, über Wochen. Ja. Auch beim Freischaffen, wie zum Beispiel im Theater, gibt es die Gewerkschaften und die achten darauf. Mhm. Und wie ist es beim Freischaffen? Sollten wir tatsächlich vielleicht auch drauf achten. Sollte man. Sollte man. Sollte man. So wie mit vielen Sachen sollte man, aber... Ist nicht der Fall. Things happen, ja. Okay. Und deine letzten Projekte, wo du... Gott, jetzt muss ich nachdenken. Auf jeden Fall will ich nochmal diese Erfahrung wiederholen. Nochmal? Mhm. Tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem ein Musikvideo gedreht. Kann ich da den Namen sagen? Also wir haben gerade mit Any Given Day gedreht und ich fand die super sympathisch und ich fand das Team mega nice. Habe ich mich super wohl gefühlt tatsächlich. Also wenn ihr das hört, ja, können wir da zusammenarbeiten. Also es gibt wirklich... Teams manchmal, wo man sagt, ey, das ist wie eine Familie, das ist ein kreativer Kopf, ich liebe das. Und da habe ich auch Bock, mit den Leuten wieder zusammenzuarbeiten, definitiv. Genau. Oh Gott, und typisch Künstlergehirn, ich vergesse ja alles, ne? So, also was habe ich letztes Wochenende gemacht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ja. Es ist auch sicher schwierig, immer wieder ein neuer Ort zu sein, neue Leute und dann, bis man sich kennengelernt hat, wieder, nee, schon daran gewöhnt. Guck doch mal, wie ich rede gerade. Total. Also ich habe null Probleme mit Sozialisierung tatsächlich. Also du kannst mich irgendwo hinstellen, am besten so auf die Zeilen mittendrin und dann habe ich schon 10 Leute um mich, mit denen ich mich verstehe. Also ich bin ein extrem sozialer Mensch, wie gesagt, aber ich habe dieses An- und Ausschalten. So viele Leute sagen immer, ja, du bist extrem extrovertiert, aber dann muss ich immer so drüber nachdenken und denke mir so, bin ich extrovertiert oder ist das einfach meine Kultur? Weißt du, was ich meine? So, meine Familie ist aus Südamerika, Kolumbien, Venezuela und irgendwie, wenn ich dort bin, das ist normal. Also egal wie schüchtern oder ruhig,
ruhig man ist, man ist trotzdem offen. Man ist offen, man redet, man macht die Tür von seinem Zuhause auf, mi casa tu casa, man ist einfach extrem offen mit jedem. Und dann aber ist man wieder für sich und ist ruhig und ich kann auch einfach mal 3, 5, was auch immer, Tage, Wochen einen Tee trinken und lesen und mich entspannen. Ich brauche nicht dieses ganze, in Spanisch sagt man El Budolu, ich brauche nicht dieses ganze Action um mich herum. Genau, aber mir fällt es sehr, sehr leicht, mit Leuten in Kontakt zu treten. Hast du auch Bezug? Zu meiner Heimat? Ja. Ja, absolut. Also meine Muttersprache ist Spanisch, ich rede zu Hause nur Spanisch, zweite Sprache Englisch, dann Deutsch, dann Holländisch, ich bin viel umgezogen. Genau, und fast meine ganze Familie lebt entweder in Bogotá, Kolumbien, ich habe noch Familie in Caracas, in Mexiko, Spanien, Italien, wir sind überall. Hast du versucht, auch Traditionen hierher zu bringen? Absolut. Also ob das jetzt beim Kochen schon alleine, also unser Essen, also ich esse sehr gerne so Sachen von meiner Heimat. Natürlich dann meine Muttersprache, ich rede mit meiner Mutter oder mit meiner Familie hier immer noch Spanisch. Mein Temperament, wenn ich sauer bin. Genau, ja. Und beim Kochen, was ist dein Lieblingssachen vorzubereiten? Ich liebe Ayakas. Jetzt, wo wir gerade Weihnachten haben. Ayakas ist so eine Christmas-Dish. Das ist super, super lecker. Mais, Mehl in Bananenblättern ausgebreitet mit Fleisch und genau verschiedenen Gewürzen. Und dann wird das zugemacht und in den Bananenblättern gekocht. Super lecker. Und sonst alles mögliche. Platanitos, Arepas. Genau. Es ist sehr interessant. Wir hatten ein Projekt gehabt. Es ging um Essen und Kulturen. Und viele Leute sagen, ja, unsere Tradition mitzubringen hierher nach Deutschland, das ist auch der Art und Weise, wenn man kocht auch nicht für eine oder zwei Personen, ja, man kocht einen Riesentopf und das ist sehr gesellig. Absolut, das ist ja in Deutschland nicht so. Nee, tatsächlich, also bei uns ist Essen immer so ein Event. Also alle kochen, Musik, es wird geredet. Ich finde es immer lustig, als ich hier nach Deutschland kam und meine Mutter einfach nur geredet hat auf Spanisch, hatte ich meine ersten deutschen Freunde zu Hause und die waren also, oh mein Gott. Was hast du getan? Warum schreit die so? Und ich so, was? Die schreit doch nicht. Die redet ganz normal mit mir. So, aber die hatten alle Angst. Oh mein Gott, ja. Aber das ist halt einfach normal. Dieses Laute. So wie, also ich kriege ja immer noch ganz oft gesagt, so, oh, red mal ein bisschen langsamer. Mach mal die Hände runter. Ich denke mir so. Es ist besser geworden tatsächlich. Also ich glaube, es ist ja so viel international Einfluss jetzt in Deutschland so, dass man gar nicht mehr dagegen sagen kann. So, es ist halt super viel Einflüsse von überall. Aber als ich hierher gekommen bin oder als meine Mutter hergekommen bin, hat man das noch öfters gesagt bekommen, dieses, oha, du redest aber super viel und laut und schnell und komm mal runter. Und ich war so, okay. So bin ich. Ja, aber so bin ich, genau. Und wenn ich zu lange in Deutschland bin, was nicht passiert, ich reise sehr viel, aber wenn ich mal ein bisschen länger in Deutschland bin, dann merke ich immer so diese Depression, ja, immer dieses... Wegen des Wetter? Nein, ich liebe, nein, ich liebe Winter, liebe, liebe. Wegen der Bürokratie? Nee, sondern wie die Leute... Ja, genau, ja, Bürokratie, Finanzamt, genau. Nein, aber die Leute, ja, man fühlt sich so anders. Ne? So, also ich meine schon allein die Tattoos, aber egal, man fühlt sich halt einfach so ein bisschen so, irgendwie passe ich ja gar nicht hier hin und dann vergisst man ganz schnell, okay, maybe, vielleicht passt du nicht hier hin, aber du passt in die Heimat und das merkt man. Also wenn ich dann wieder zurückreise, dann bin ich so, oh mein Gott, jeder redet so viel, cool und jeder bewegt seine Hände und jeder ist am Twerken, während er kocht, das ist normal. So, das, ne? Also man kommt zurück und denkt ja. So, ah, okay, now I remember why I am like I am, das ist einfach, das sind meine Roots, so. Deswegen muss man reisen, man muss manchmal so aus diesem... Und wenn du da bist, denken die Leute, oh, du bist so deutsch? Nö, tatsächlich, also ja, klar, also gewisse Sachen schon, Pünktlichkeit, immer so, warum bist du jetzt schon da? Wir haben doch gesagt, um 3 und dann sage ich so, ja, es ist doch 3, ja, 5, Monika. Ich so, okay, what the hell? Also das ist dann so meine deutsche Art, wenn jemand sagt, ich soll um 3 da sein, dann bin ich um 3 da, meistens schon um 3:15, ja. Das sind so Kleinigkeiten, aber tatsächlich sagen viele so, oh ja, krass, also... Man merkt noch so, meine Mama hat mich sehr, sehr traditionell in der Hinsicht erzogen, ja. Ja. Das ist gut. Und du reist viel. Wo sind deine Lieblingsorte bis jetzt gewesen? Oh Gott. Also meine Heimat, logischerweise, wegen meiner Familie. Aber an und für sich bin ich ja so ein absoluter Liebhaber von Schnee und Winter und Regen und historischen Orten. Das heißt, ich liebe Schottland, Edinburgh, Glasgow. Ich liebe London tatsächlich, aber das ist ganz klischeehaft. Ich liebe Camden Town. Ja, das Roundhouse Theater, da habe ich auch gearbeitet eine Zeit lang für die Royal Shakespeare Company. Ach toll. Und dann Schweden. Kleine Hütten auf kleinen Mini-Inseln, wo keine Menschen sind, mit einem kleinen Boot angeln gehen und so. Also sowas halt, ich lieb's. Ne? Also wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich auch in so einem kleinen Häuschen auf den Faroe-Inseln leben oder so. Also ich liebe das. Also das Gegenteil von dem Heimat.
Total, ja. Interessant. Wobei, also ich sag, ja, nee, ja. Ja. So, die Leute, die ich dann liebe, die können mich dann gerne besuchen, dann machen wir immer so ab und zu Party, aber an und für sich, ich liebe dieses, ja, Natur, abgeschiedene Selbstversorger, Tiere, lieb's. Und wie hast du angefangen mit dem Tattoos? Wenn meine Mutter das jetzt sieht. hi, Mom. Und meine Mutter so, ach, ich wurde faul. Ja, genau. Angefangen, also ich hatte schon immer ein Faible für Tattoos. Ich habe es geliebt, also damals noch Zombie Boy zum Beispiel, ja. Oder Kat Von D, als es gerade so kam. Ich war so, oh mein Gott, ich liebe die. Ich fand die Ästhetik so wunderschön. Und da war ich 15. Und dann habe ich mein erstes Tattoo mit 15 gemacht. Natürlich nur mit der Erlaubnis meiner Mutter, nicht. Genau. Und dann ging das los. Es ist nur eine Phase. Jetzt bin ich 33, genau, die Phase. Hat sich so ein bisschen gezogen. Genau. Hast du diese Art und Weise, ich habe schon mal gesehen, mit kleinen Nadeln? Und ich liebe das Poking. Ja, habe ich auf der Schulter so. Ich habe so Rosen und die sind so schattiert mit Poking. Ist es anders? Also mir persönlich tut es weniger weh, tatsächlich. Interessant. Aber an und für sich finde ich ja sowieso tätowierend extrem entspannt. Weiß jetzt nicht, was das über mich auch sein darf. Keine Ahnung, aber ja. Interessant. Wie kam zustande zum Beispiel, dich zu entscheiden, okay, ich will nicht in der Theaterwelt weiter, also in diese Schema zu arbeiten, sondern in der freischaffenden Szene? Ja, also, ich habe mich gar nicht wirklich entschieden, sondern ich bin so ein Mensch, alles passiert einfach. Das mit den Tattoos so, das mit meinem Job so, das mit allem so, das ich rede so. Also alles, was ich tue, passiert einfach. Ich fühle es, ich mache es, war das eine gute Idee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich bin ein Gefühlsmensch. Und mit dem Theater war es genauso. Also ich habe mal in einem Theater gearbeitet, dann habe ich ein anderes Angebot bekommen, dann habe ich wieder im Theater gearbeitet. Also ich habe überall mal immer wieder gearbeitet. Es kommt und es geht. Also jetzt hätte ich zum Beispiel wieder Lust, tatsächlich in einem Theater zu arbeiten. Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, ein bisschen Ruhe reinzubringen. Also Stabilität im Sinne von so, okay, ich liebe zwar Reisen, aber ich will ein bisschen ankommen. Dann natürlich, ja, also Stabilität ist, glaube ich, so der erste Punkt tatsächlich. Aber es ist alles nicht so einfach, weil viele Theater, vor allen Dingen nach Corona und so weiter, wollen halt nicht mehr Leute fest anstellen, sondern halt als Freiberufler haben. Im Sinne von, ja, also dass die zum Beispiel sagen, oh, wir haben keine Lust, die Versicherung sind. Nein, gut. Also ja, aber das ist halt, piep. Nee, aber es ist wirklich so, dass man jetzt halt nur noch so als Freiberufler einstellt. So, oh ja, dann haben wir Leute, die wir anrufen können. Aber ich finde das so ein bisschen schade, weil das ist irgendwie nicht unterstützend so für die ganze Community. Aber naja, das ist halt ganz oft so tatsächlich hier im Umkreis. Ja, und ich habe tatsächlich öfters die Erfahrung gemacht. Jetzt bin ich gespannt, was Leute dann in den Kommentaren drunter schreiben. Vielleicht. Es ist so. Bitte schreiben in den Kommentaren. Ja, genau. Ich habe mal in einem Theater gearbeitet, von den ganzen vielen Theatern, wo ich war. Und da war es tatsächlich so, es war sehr alternativ. Und ich weiß, dieses Wort ist sehr breit gefächert, aber ich meine wirklich dieses Klischee-Alternativ. Und viele Leute denken, ich bin Klischee-Alternativ, weil ich Tattoos habe und so weiter. Aber ich glaube, viele Sachen sind dann doch nicht mehr so alternativ, wie zum Beispiel Nägel machen oder Lippen aufspritzen, ganz ehrlich, Leute. Also einfach, ne? Ich habe dann noch ein bisschen dieses Latino in mir, so. Das heißt, ich gehe dann in dieses Theater und war dann auf einmal mit was ganz Interessantem konfrontiert. Und zwar, dass die Frauen dort mich diskriminiert haben, weil ich zum Beispiel meine Achseln rasiere. Oder weil ich zum Beispiel lange Fingernägel habe. Oder weil ich mir meine Lippen aufspritze. Oder weil ich Wimpern trage. Und dann wurde ich halt in diesem Theater, weil es ist ja Maskenbildner, ist ja schon eher so ein Handwerk. Als Make-up-Artist trifft man mehr girly girls, so da sage ich jetzt mal, so Beauty, Fashion, whatever. Im Theater trifft man mehr die handwerklichen Mädels, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Jeder kann machen und tun und rumlaufen, wie er will. Aber ich mache gerne Handwerk, ich mache mich gerne dreckig mit langen Fingernägeln. Und ich mache mich auch gerne dreckig und habe trotzdem meine Lippen aufgespritzt und bin trotzdem cute angezogen. So, es ist, für mich gibt es da jetzt keine Grenze, nur ich bin dann angeeckt im Theater. Also ich wurde dann gefragt, warum rasierst du deine Beine? Was soll das? Warum lässt du dich sexualisieren von unserem Patriarchat? Und ich war so, wow, that's crazy. Und dann habe ich mich da gar nicht mehr so wohl gefühlt, weil ich da angeschaut worden bin als die Tussi im Verein. Und nicht nur von meinen Mitarbeiterinnen in dem Sinne, sondern es gab auch ein Theater, bei dem ich mich beworben habe, wo meine Referenzen so, wow, deine Referenzen, die auch für sich sprechen, ganz, ganz klar. Aber dann wurde ich halt angeschaut, dann wurde ich belächelt wegen meinen langen Fingernägeln. Und dann hieß es sowas wie,
sie wissen schon, dass es ein Handwerk ist, nicht wahr? Und ich so, wow, okay, great. So, soll ich jetzt ungeschminkt und verranzt hier reinkommen, damit ich mit Fiberglas arbeiten darf oder was? Also das sind dann so Sachen, die ich dann interessant finde, weil das Künstlerbusiness prahlt immer davon, so unfassbar fucking open-minded zu sein. So, oh my God, we're so open-minded. Aber am Ende des Tages hat auch wieder jeder seine Vorurteile, ne? Mhm. So. Ja, okay. Dann machen wir jetzt eine kleine Unterbrechung für die Kameras und dann geht's weiter. Yes. Perfekt, super. Dann kann ich was trinken. Ja. Okay, wir sind wieder da und Kamera läuft. So, interessante Gespräche, die wir jetzt gerade nicht aufgenommen haben, hat mich wirklich schockiert. Hat mich wirklich schockiert, dass sowas im Theater, einer Seite ja, einer Seite nicht, da ich ja auch schon 14 Jahre im Theater war und was mit den Gewerkschaften zu tun hatte und immer wieder erschreckt mich das. Mhm, auch, mich auch nach 13 Jahren. Und ja, ich weiß es nicht. Ja. Das Theater für mich ist ein bisschen wie Instagram. Absolut. Also, es ist wie People Effekte. Magazine. Ja. Es ist so Klatsch und Tratsch. Ja. Es ist eine eigene kleine Welt. Man geht Backstage schreiben, was in einer anderen Welt. Ja. Aber so ist das ganze Showbusiness tatsächlich. Wie gesagt, also es geht nicht um, wow, deine Referenzen, wow, du bist so talentiert und so aufopfernd und oh, und du hast, nee. Das ist so, wir passen gut zusammen, läuft, ja. Und wenn du Pech hast und jemand halt auf dich steht, als Frau vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, ich kann es jetzt nicht von der Männerperspektive sagen, gibt es bestimmt auch so, aber dann hast du Pech gehabt. It is what it is. Also. Es ist sehr, sehr, sehr dünner Eis, oder? Weil es ist alles Geschmackssache, künstlerische Freiheit. Absolut, es ist alles Geschmackssache. Es ist alles Geschmackssache, vor allen Dingen ist es aber auch, wie gesagt, viele Leute nutzen ihren Namen, egal ob das jetzt Brands sind oder Stars sind oder whatever, die nutzen ihren Namen, um Leute unterm Wert einzustellen in dieser Zeit. Ne? Also so nach dem Motto, hey, wir würden dir einen Job anbieten, du bist so und so viele Tage unterwegs mit dem Rapstar, bla bla bla, wir geben dir gefühlt einen Keks und einen Schluck Wasser. Und ich denke immer so, what? Materialkosten, meine Ausbildung, meine Zeit, mein Talent, mein Können, mein Hallo. So, ja, ich habe dann einen gewissen Tagessatz und den will ich haben, ganz klar, ja. Und dann kriege ich ganz oft Absagen, weil die Leute, und dann denke ich mir so, also mein Tagessatz ist meiner Meinung nach, ich sage ihn jetzt nicht, aber ich finde ihn jetzt nicht hoch, ja. Ich finde den völligst angemessen und manchmal sogar zu wenig für das, was man eigentlich da macht und die Arbeitserfahrung, die man hat, ja. Aber es gibt halt leider immer wieder ganz viele Menschen, deswegen sage ich, es gehören immer zwei Seiten, ne? So immer zwei Menschen dazu, zwei Seiten dazu. Immer wieder Leute, die dann sagen, oh ja, ich mach's für einen Keks, ja, ich mach's für ich wollte unbedingt schon mal diesen Star schminken. Und vor allen Dingen junge Leute, junge Mädels, junge whatever, die denken dann immer so, oh ja, wenn ich den einmal geschminkt habe, dann steht der in meiner Liste, ja, in meinen Referenzen, in meinem whatever, in meinem Portfolio und dann ist es ein Sprungbrett. Bullshit. Direkt mal sagen, das sage ich auch immer meinen Schülern, das ist Bullshit. Meine Referenzen gehen bis nach, I don't know, Eternity, Milchstraße, I don't know, unendlich. Ja, ich glaube, ich hatte schon fast, nicht jeden, das ist natürlich übertrieben, aber viele, 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 viele Prominente und deutsche Künstler und whatever unter meiner Hand, in meinem Pinsel so. Und whatever. Whatever. Ja, also der braucht nur einen schlechten Tag haben, das Management oder irgendjemand vom Team oder der Prominente an und für sich, dann bist du raus. Es ist egal, wie gut du bist, ja, es ist egal. Also entweder die kommen klar auf dich oder die kommen nicht klar auf dich, Ende der Geschichte. Das ist jeder Mensch, und ich glaube, das ist in vielen Jobs so tatsächlich, aber vor allen Dingen im Künstlerbereich, jeder Mensch ist austauschbar. In a second. So schade und so schlimm das ist, aber ich glaube, vor allen Dingen in Deutschland versucht man Geld zu sparen, überall Geld zu sparen im Künstlerbereich. Also ich habe in Österreich gearbeitet, ich finde, da sind die Fundings im Sinne von so was Kunst angeht viel höher. Ne? Da hat man noch Bock irgendwie zu Sponsoren etc., whatever, da wird Kunst irgendwie noch gefördert. Hier, vor allen Dingen in Hessen meiner Meinung nach, ist es schon so, dass das irgendwie, die Leute wollen sparen. So, ja, kannst du das für ein bisschen für weniger machen? Ja, klar, Herbert, kein Problem. Aber das ist mir auch aufgefallen, zum Beispiel in Österreich habe ich jetzt von dir zum ersten Mal gehört, aber von Belgien weiß ich auch, dass an sehr riesigen Projekten auch angehen. Und in Deutschland, bevor du überhaupt die Bewerbung geschickt hast, fragen die, und wie viel bekommen wir Annahmen? Ja, ja. Also. Ja, deswegen ist es nicht so mit Blockbustern in Deutschland. Kinofilme. Ja, also weiß ich nicht. So immer so, oh krass, wie machen die das immer in den USA? Die geben Geld aus. Und nicht nur das, vor allen Dingen haben die spezielle Menschen, und ich liebe das, im Sinne von Make-up-Artist für die ganzen Beauty-Bereiche, Hairstylist for the Hair, Spezialeffekt-Make-up-Artist, Maskenbildner für die Spezialeffekte, Fußpfleger, Nagelpfleger etc. Hier in Deutschland ist es so, wir brauchen einen
Make-up-Artist. Machst du bitte Haare, Make-up, dies, das, tralala. Und am besten noch, kannst du vielleicht noch das Hemd von dem Model rücken? Und ich denke mir so, sehe ich aus wie Stylist? Siehst du aus wie Stylistin oder sehe ich aus wie Kostümbildner? Wieso muss ich jetzt ja, ich soll das Licht auch noch halten? Kein Problem, werde nicht bezahlt, aber das ist so das Ding. Man ist halt dann Für das Portfolio. Für alles. Für das Portfolio. Ja, nee, man muss dann einfach alles machen auf einmal. So, das ist, und ja, okay, am Anfang, ich gebe zu, ich würde nicht sagen Diva, aber viele würden sagen, ich habe halt Allüren, aber ich bin ein Mensch, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich gelernt habe, ich weiß, was ich mag und was ich nicht mag. Und ich sehe es halt einfach nicht ein, wenn ich an einem Set bin, für wenig so viel zu machen. Also entweder meine Arbeit wird geschätzt und ich kriege auch das, was ich möchte in dem Sinne, also was auch gerechtfertigt ist, oder nein. Aber deswegen kriege ich auch viele Jobs tatsächlich einfach nicht, weil ich dann einfach sage, ich diskutiere nicht über meinen Wert. Umso mehr kotzt es mich dann natürlich an, wenn andere Leute, Kolleginnen, Kollegen, es kaputt machen, indem die sich unter Marktwert verkaufen. What the fuck? Ja, so. Ja. Und wer bestimmt die Preise? Also es gibt natürlich gewisse Regelsätze, also wenn man das googelt und so weiter, was so ein Tagessatz ist. Und danach muss man natürlich auch für sich selber entscheiden. Ich meine, 13 Jahre Arbeitserfahrung, 5 Sprachen, das heißt, ich kann mich am Set mit jedem in dem Sinne unterhalten. Ich habe viele Weiterbildungen gemacht, das heißt, ich habe nicht nur Make-up-Artist gemacht, die End, oder nur Friseurausbildung, die End, sondern ich habe dann Spezialisierung in London gemacht, hier für Silikonmasken, für Wunden, für hier Ethnic Make-up, für Asian Bridal Make-up. Also es gab ja immer weitere Spezialisierungen. Ich finde, man lernt vor allen Dingen in solchen Bereichen, also eigentlich überhaupt im Leben, niemals aus. Umso schlimmer finde ich es, wenn Leute dann sagen, ich habe eine Visagistenausbildung gemacht, die geht 3 Tage. Du kriegst ein Diplom. Du wirst das Diplom sowieso bekommen. Also du brauchst dir nichts drauf einbilden. Es tut mir leid für jeden, der jetzt Visagistik gelernt hat. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich habe einen deutschen Dozentenschein und ich unterrichte selber. Und wenn ich manchmal an Schulen arbeite, wo ich mir denke, müssen wir dem jetzt wirklich ein Diplom geben? Ja, er hat bezahlt. Okay. Gut, er hat jetzt bezahlt und darf jetzt auf Menschen losgehen. Super. Also finde ich nicht in Ordnung, ja. Aber Geld regiert die Welt. Du kaufst dir Diplomas und dann bist du halt Visagistin oder dann bist du halt Make-up-Artist. The End. Wie du das machst, dann viel Spaß beim Post-Production. Nicht nur Post-Production, naja, nicht nur das. Also ich meine, ich hab auch viele Bekannte natürlich, die auch Schauspielerinnen sind, Schauspieler, Tänzer, whatever. Also was die schon für Herpes gesammelt haben wegen nicht gereinigten Pinseln. Oder irgendwelche Styes in their eyes oder so Allergien, so, oh mein Gott, seit wann habe ich Akne? Vielleicht hast du eine Foundation benutzt, ja, die einfach nicht für deinen Hauttypen ist, weil viele Leute denken, was natürlich auch nicht oft besprochen wird, was wir jetzt besprechen, jetzt kriegen alle Schauspieler Panik, dass viele natürlich billige Make-ups kaufen, die schütteln in so ein Fläschchen packen und dann sagen so, ja, mein Make-up, was ist das? Oh, special Make-up. Ja, super. Also dann hast du natürlich Materialkosten für 100 Euro eingesammelt, hast aber für 3,50 Euro bei DM ein Make-up gekauft. Und dann schminkst du die Oma damit, damit schminkst du das Mädel damit, das schminkst du mit den Typen damit, aber irgendjemand wird darauf reagieren. So, weil Preis hat halt auch natürlich seine Qualität in dem Sinne. So. Also Qualität hat seinen Preis, so rum. Genau. Meine witzigste Erfahrung mit einer Make-up-Designer, na, das war im Theater, werde ich nicht sagen wo. Und ich habe die Sonntagsvorstellung gehasst, weil ich wusste, dass die Damen gerne kochen. Und dann die Finger haben nach Knoblauch gestunken. Ach, geil. Was auch super ist, ist, wenn Make-up-Artists dann rauchen. Ist auch mal ganz geil. Dann rauchen die erstmal in der Pause und dann gehen die dir so, können wir hier so ASMR, gehen die mit den Raucherhänden ja, in dein Gesicht. Oh, geil. Mm, ja, super. Ja, wenn du 80 Euro für ein Make-up-Artist bezahlt, kein Problem. Super, kannst du gerne machen. Toll. Aber es ist auch ein bisschen schade, das haben wir auch von durch Data Production. Manchmal schreiben wir eine riesige Liste, womit wir filmen, was für eine Kamera wir nutzen, etc. etc. Und dann denke ich mir, liest sich das überhaupt jemand? Die wollen einfach nur den Kostenvoranschlag sehen. Ja, ja. Und wenn die sagen, oh, das ist aber zu teuer. Ja, aber genau. Aber ja. Das ist ja, deswegen sage ich, Qualität hat immer ihren Preis. Und ich verstehe nicht, Leute kennen alle diesen Satz und jeder leiert in Runde den Preis. Und ich denke mir so, nee. Und trotzdem geht ihr alle bei, keine Ahnung, Skiern kaufen. Anyway, it is what it is, so nach dem Motto. Aber wenn man halt solche Sachen macht, das hat halt Konsequenzen irgendwo. Ja, deswegen, ich finde es dann immer so schade, wie du schon sagst. So, man hat High-Quality-Products, High-Quality-Cameras, in meinem Fall High-Quality-Make-ups, Products, whatever, Arbeitserfahrung, ja, und so weiter. Das heißt, bei der Post-Production hast du später weniger Arbeit und nicht nur das. Ich finde es immer so geil, wenn Leute sagen, kennst du diesen einen Film? Bla 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 in Hollywood, da ist so ein Monster und das hat bla. Und dann denke ich mir so, possible, everything is possible, aber die haben für diese Maske alleine nur 17.000 Euro hingeblättert, nur für diese eine Maske.
Oh ja, also wir haben jetzt eher so an Budget gedacht für den ganzen Film für so 250 Euro. Und ich habe mir so, piep, ja, was soll ich damit? Ja, und dann klingt das für andere Leute, die jetzt, sage ich mal, einen normalen Job haben, so, wow, aber 250 Euro an einem Tag, das ist doch viel. Und ich denke mir so, nein, wenn meine Foundation alleine schon 58 Euro kostet, excuse me, Fahrtkosten, und wo bleib ich dann? Die Zeit. Also, ja, genau, so, wo bleib ich da komplett mit meiner ganzen, mit meinen Kenntnissen, meinen Jahren, meiner Zeit, meinem Talent, meinem Wissen, wo bleib ich da? Hm. Ja, aber 250, oh, come on, whatever. Ja, das ist manchmal diese Gespräche, auch mit Zachary, er meinte, und wie war das Gespräch für das nächste Projekt? Ich so, typisch, die kommen im Geschäft, haben 50 Euro und fangen die zu diskutieren, kann ich jetzt einen Rolex kaufen? Ja, genau. Ihr könnt euch das nicht leisten. Ja. Wenn nicht, dann, ja. Oder große Gespräche, lange Gespräche, wir haben ein Auto gemietet bekommen, wir bekommen diese Club und wir bekommen das und das und das. Für das Video haben wir nur 500 Euro. Bye. Okay. Das Gespräch kostet ja nur 500 Euro. Beendet, ja. Genau. Aber das ist halt das Ding. Aber es ist also frustrierend, weil wir kommen immer wieder zum gleichen Thema. Zwei Seiten. Ne? Wenn es natürlich irgendjemand der gibt, sagt so, ja, ich mach's für 50 Euro. Ich wollte schon immer mal den und den Star anfassen. Und ich so, okay. Und vor allem hasse ich es, wenn ich dann verglichen werde. Es gibt ja auch wirklich dann oft Leute, die sagen, wir haben uns schon erkundigt. Die und die machen's für 0 Euro. Die und die macht's für einen Piep. Bitte. Ja, natürlich, bitte. Aber es ist very frustrating. Weil, ich sag mal so, ich lebe von meinem Job. Das ist mein Hauptberuf. Also, ne, ich kann davon leben. Aber es ärgert mich, dass ich immer wieder in eine Situation komme, wo ich sage, so, ey, I could live actually better, so, und ich könnte mehr verdienen, wenn das nicht wäre. So, und das ist das, was mich so ärgert, weil wenn jeder seinen Wert kennen würde von seiner Arbeit, dann hätten wir diese Probleme nicht. Hm? Nee. Aber das auch beim Projekt, da denke ich mir, es ist immer dieses Gespräch, wie viel nimmt ihr? Wie viel ist das Budget? Wie viel nimmt ihr? Wie viel habt ihr? Genau. Ja. Also wir können was für 10 Euro produzieren, wir können auch für 10.000 was produzieren. Was ich aber halt schade finde tatsächlich, weil man ja selber irgendwo ja auch einen Anspruch an sich selber hat. Ja? Also ich habe das zumindest. Es gibt bestimmt viele Menschen, die sagen, mir egal. Nee, aber ich habe hab so einen Anspruch an mich selber, wo ich sage, klar kann ich dir 5 Furz machen. Klar. Aber will ich nicht, weil da steht mein Name. Und lass meinen Namen am besten weg dann, so nach dem Motto. Aber ich möchte gerne, also jemand sagt mir zum Beispiel, sagen wir mal einen Zombie-Film, ganz klischeehaft, so hey, wir wollen einen Zombie-Film und wir wollen das da sein, oh, und hier und da. Und ich denke mir so, geil, so ich habe da so Bock drauf, wir könnten das machen. Da könnte ein Auge rausfliegen, da könnte, ne, was man als Maskenbildner denkt, so, oh, da könnte das, Blätter, dies, das. Und dann kommen die mit dem Preis und ich so, scheiße, was können wir jetzt machen, gar nichts. Soll ich den grün anmalen? Ich male jetzt einfach grün an, so, ja. Und dann ist das super frustrierend, weil ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein, weil am Ende sehen Leute das. Und dann denke ich so, okay, wow, Monika. Und ich so, hey, es ging nicht anders, da war kein Geld da. So nach dem Motto. Das heißt, ich möchte solche Jobs auch gar nicht annehmen, was ich immer so schade finde, weil Geld ist immer so, oh, tschüss, Geld. Ja, aber ich möchte das nicht machen, weil ich einen gewissen Anspruch an mich selber habe. Ja, ja auch zum Beispiel bei uns. Mit etwas kleineren Projekten, die werden am Ende viel größer. Dieser Rattenschwanz-Effekt. Eine ist abgesprochen und dann kommt noch, könnt ihr noch das dazu und wie wäre es und bis morgen vielleicht? Ja, dann bin ich sauer. Das ist dann meine Latino-Gene, ganz schlecht in dem Job. Also was man sowieso nicht haben sollte, ich denke auch als Frau immer, weil viele Leute denken immer so, wir sind alle gleichberechtigt, bla bla bla, Bullshit. Also ich bin immer noch der Meinung, dass man, wenn ein Mann als Mann seine Meinung sagt, klingt das immer noch so stark und so zielstrebig. Als Frau ist es immer so, die ist immer anstrengend. Wow, so. Ich kriege das ganz oft, also dass viele Leute mich als sehr anstrengend wahrnehmen, so kann die immer den Mund halten jetzt. Aber tatsächlich, ich kann sowas nicht leiden. Wenn ich an einem Set bin und dann geht es so, könnten wir vielleicht noch und wäre es noch möglich und da sind noch 5 Freundinnen von dem Rapper gekommen, können wir die vielleicht auch noch schminken und wäre es? Und dann kommt halt dieser Zwiespalt von mir, ne? Dieses südamerikanische, den nette. Jetzt mal runtergesetzt ist, ne? Ja, aber das kommt dieser südamerikanische Teil von mir, der sich denkt so, hey, ich bin voll sozial, so, ich will die auch happy machen und bla bla bla. Aber dann kommt mein Business-Teil und der sagt so, nein. So, das kostet Geld. Also ich weiß ja nicht, ob ich jetzt auch zum Spaß bin, aber viele Leute haben auch das Gefühl, als wäre Make-up-Artist, Maskenbildner kein Job. Oh cool, ich schmink auch total gerne. Ich liebe es, wenn Leute sagen, ich schmink auch total gerne. Ich bin so schön.
das freut mich, bye. So, ne, das ist wie wenn du zu einem Kameramann machst, der hier Blockbuster macht und dann so, ich habe auch ein iPhone, willst du mal mein TikTok-Video sehen? Oh mein Gott, geh weg. So, das macht mich so sauer, weil viele künstlerische Arbeiten, die werden so runtergewertet mit solchen Sachen. So, ich habe auch eine Kamera, ja, ein iPhone, ich habe auch ein. So, da kommt jemand, der richtig krass tanzt, seit Jahren tanzt und dann kommen die mit ihrem TikTok-Tanz und sind auf einmal Tänzer und ich denke mir so, ich werde alle Menschen erschießen. Wirklich, kriegst du viele, ja, kriege ich einfach zu viel. So, und das ist gleich mit Make-up. Die denken dann so, kannst du nicht einfach mal das und das machen? Einfach mal pudern. Ich denke mir so, ich habe auf YouTube schon mal gesehen, wie man sowas macht. Ne? Oh, soll ich mal sagen, was ganz schlimm ist? Und das habe ich gar nicht mal so selten. Es ist oft so, dass gewisse Crew-Members, egal ob das jetzt der Kameramann, der Regisseur, whatever, irgendjemand Wichtigeres in dem Sinne, eine Freundin auf einmal hat. Schlieb's, ne? Dann bringen die ihre Freundin ans Set. Warum ist die am Set? Wir sind hier beim Arbeiten. Was macht deine Freundin am Set, wenn sie sowieso nur da rum... Okay, so, dann kommt die und dann heißt es meistens von der Person dann so, das ist meine Freundin. Kann sie dir beim Schminken zuschauen und kannst du ihr vielleicht auch erklären, wie du das und das machst? Denn sie interessiert sich so sehr dafür. Dann lege ich meine Sachen weg und sage, hör mal zu, ja? Wenn die bei mir eine Ausbildung machen will, gar kein Problem, ja? Fangen wir an bei 9000, können wir weiter drüber reden. Ich werde ganz sicher nicht kostenlos mein angeeignetes Wissen, was mich sehr viel Geld gekostet hat, ja, frei verschenken. Und dann sind die Leute pissig. Dann sagen die Leute, ja, warum denn meine Freundin? Es interessiert mich nicht, deine Freundin. I don't care. So. Und das ist wirklich ganz oft so, dass die dann wirklich da ihre Mädels hinstellen. Ja, die will mal zugucken. Und ganz am Anfang, wie gesagt, wir sind jetzt über 13 Jahre, so ganz am Anfang, die ersten paar Jahre, habe ich dann wirklich, weil ich so doof bin, muss man einfach dazu sagen, so, ja, klar. Klar, oh mein Gott, ja klar, komm. Weißt du, so Girl, hey, let's sit next to me. Und dann wurde ich beim zweiten Job nicht mehr angerufen, weil jetzt macht es ja die Freundin vom Regisseur. Ob das jetzt qualitativ genauso ist, ist eine andere Geschichte. Egal, aber es kostet halt kein Geld. Oh yeah, oh yeah. I love it. The tea. Ja. So, jetzt kommen ein paar schnelle Fragen, schnelle Antworten. Noch schneller als jetzt schon. Nee. Was guckst du zurzeit? Oh Gott, an Filmen oder was? Oh Gott, ich bin ja wie gesagt, also die neue American Horror Story Staffel. I love it. Ich war erst ein bisschen skeptisch wegen Kim Kardashian, aber ich finde es ganz nice. Also ich finde, die macht das ganz nice. Also ich liebe halt diese ganze American Horror Story Sache. Love it. Die letzten Filme, die ich geguckt habe, ich bin ja so schlecht mit Namen. Auf jeden Fall historische Filme waren das. Weiß ich nicht, irgendwelche Mittelalterfilme. Ich kann mir nie Namen merken, aber ich liebe so Mittelalterschlachten und so weiter. Genau. Was liest du zurzeit? Was lese ich zurzeit? Oh Gott. Ich habe ein Buch, was ich immer wieder anfange und wieder aufhöre. Das ist The Secret Language of the Trees. Mhm. Also es geht einfach darum, wie Bäume kommunizieren unter der Erde und Pilze und so weiter. Das ist krass, ja. Ich liebe das, diese ganzen Schwingungen etc. Genau, das darüber lese ich gerade ein bisschen. Was hörst du zurzeit? Was ich zurzeit höre und immer höre, weil ich süchtig danach bin, ist Sherlock Holmes. Ich liebe Sherlock Holmes. Der läuft auch den ganzen Tag bei mir rauf und runter. Sehr entspannt. Manchmal höre ich auch gar nicht zu. Es ist einfach nur diese Stimme, diese Erzählerstimme, diese tiefe English Voice. Love it. Und mit wem würdest du dir gerne vorstellen, mit dem Mann zu arbeiten? Tim Burton. Ja? Ich liebe Tim Burton. Also Tim Burton ist für mich auch so von der Ästhetik alles, seine Filme, seine Gedichte, seine Zeichnungen. Ich war auch auf der Ausstellung, als die hier in Deutschland war. Ich lieb's. Schwarz-Weiß, Swirls, love it. Also ich mag einfach die ganze Ästhetik davon. Wobei Coraline, einer meiner Lieblingsfilme, ist jetzt glaube ich nicht von Tim Burton, wobei viele das dachten. Ich dachte das auch am Anfang wegen der Stop-Motion-Sache. Aber dieser Vibe, den mag ich total gerne. Und wem würdest du gerne nominieren, hier zu kommen? Im Sinne von was für eine Kategorie oder wie meinst du? Oder jemand, Person. Oh Gott. Dann darfst du hier die Nominierung machen. Das sind so. Oh Gott, ich muss nachdenken. Weißt du, was mich interessieren würde tatsächlich? Ich werde jetzt mal keinen Namen sagen, aber weißt du, was interessant wäre, wenn du einen Rapstar einladen würdest, der spezifisch sehr sexistische Texte ballert. Gibt es solche? Weil es würde mich einfach interessieren, wenn man die dann speziell danach fragt. Weil meistens wird in den Interviews immer gefragt, so wie viel Geld hast du verdient, wie viele Frauen hattest du, welches Auto ist dein Lieblingsauto? So und dann kommen die da und schaukeln ihre Eier, sorry. Aber mich würde es einfach mal interessieren, so nach dem Motto, wenn du schon die ganze Zeit, piep, Frauen, piep, deine Mutter, die ganze Zeit irgendwie und Geld ist das Wichtigste und Ego und bla und meine Eier müssen vergoldet werden.
bist du wirklich so, so, es würde mich einfach interessieren, so nach Motto. Künstler-Image, ne? Ja, so nach Motto ist es, ich meine, ich habe ja meine eigene Meinung dazu nach 13 Jahren, wo ich mit sehr vielen gearbeitet habe, aber es würde mich einfach mal interessieren, ein emotionaleres, tiefgründigeres Interview mit jemandem zu haben, der so sein Geld verdient und sich so repräsentiert. Das würde mich interessieren. Wenn die überhaupt den Text zusammenkriegen können. Genau. Wenn nichts geschrieben ist oder vorgeschrieben ist. Ja, ne? Genau. Würde mich einfach mal interessieren, wenn man sie nicht fragt, so, hey, deine wievielte Yacht hast du jetzt gekauft, sondern so nach dem Motto, wenn du darüber schreibst, dass Frauen vergewaltigt werden sollen, wie guckst du deiner Mutter ins Gesicht? Das würde mich einfach interessieren. Okay. das ist eine Aufgabe, krass zu sagen. Auf jeden Fall. Ja, ist so. Und hättest du Fragen an uns? Wie seid ihr darauf gekommen? Wie hat das angefangen? Data Production? Genau. Nein, also so diese Interviews. So diese Interviews. Ja, So, was war die Motivation? Die Motivation war, nachdem wir mit Zachary uns lange miteinander gesprochen haben und festgestellt haben, wir sind manchmal wie eine Brücke, also Künstler kennenzulernen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das ist so interessant und manchmal willst du auch tiefer ins Gespräch gehen und manchmal gehst du auch bei der Arbeit, bei der Set, es ist einfach okay und Kamera läuft und die Probe ist zu Ende, der Dreh ist zu Ende und tschüss, tschüss. Und manchmal denkst du so, oh, wie seid ihr dazu gekommen oder wie ist überhaupt hinter der Kulissen? Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns mal diese Plattform gründen und einfach Künstler, Künstlerinnen hier im Hessen, Rhein-Main-Gebiet sich zu präsentieren. Mhm. Und weil zum Beispiel letztens hatten wir eine Lichtdesignerin und sie sagte, ja, viele Leute denken nicht, dass überhaupt das ein Beruf ist. Mhm. Ja, habe ich auch gesagt. So, alle denken so, oh, tolles Hobby. Und ich so, ja, oder wie zum Beispiel, wie kommt sowas zustande? Ja. Wenn man sich das fertige Produkt ansieht oder sowas, denkt man, oh, schön, aber es gibt so viele Menschen hinter der Bühne. Mhm. Und zum Beispiel, ich finde es manchmal schade, dass zum Beispiel bei der Premiere nicht alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auf der Bühne. Auf jeden Fall. Weil denke ich mir, okay, die tragende Person während der Vorstellung ist alles schön und gut, aber wie viele Menschen dahinter stehen. Ja. Ja, ich bin auch immer so einer, der, wenn der Abspann kommt, logischerweise, ich bin immer noch bleibe beim Abspann dabei und schaue mir das alles an und die Leute gehen aus dem Kino raus und ich so, jetzt wird das Wichtige gezeigt, der Abspann. Früher war besser, der Abspann war am Anfang. Richtig, aber so sollte das auch sein, sollte das auch sein, weil mir ist völlig bewusst, ja klar, der Schauspieler ist das Gesicht vom Film, so nach dem Motto, aber nicht böse gemeint, weil Schauspieler haben natürlich, es ist auch krass, Talent etc., whatever, aber ohne das Make-up, ohne das Kostüm, ohne das Licht, ohne die ganze Production danach, ohne den Kameramann, ohne den Ton, gar nichts. Das wäre ein Mensch, der würde da stehen, den würde keiner hören, den würde keiner sehen, den würde, ne, also deswegen finde ich das so schade, dass dann immer dann so, oh my God, der Schauspieler, ich denke mir so, ja, cool, und der ganze Make-up, das ganze Make-up dahinter, so Jim Carrey ist nicht der Grinch ohne die Make-up-Artist, excuse me, ja. Hast du richtig auf den Punkt gebracht. Fröhliche Weihnachten. Ja, genau, Merry Christmas. Super. Merry Christmas. Dann vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, war wirklich schön mit dir ins Gespräch zu kommen. Oh Gott, jetzt die ganzen Kommentare. Jetzt kommen die Kommentare. Ich bin gespannt, ich freue mich auf die Kommentare. Alles klar, wunderbar. Dankeschön. Danke.